Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Ravenhurst. Oh Gott. Was ist denn los? Nee, nichts passiert. Ist ja, er schummelt sich natürlich in die Ansage. Ich hab mal kurz getappt. Guten Tag. Wie man ihn tappt, man kennt, wie man ihn tappt. Oh, guck mal hier, was hier an Leder drin ist. Guten Tag. Hallo. Und der andere heißt Spielekaiser. Schön, dass ihr da seid. Ist der auch dabei, dieser Spielekaiser? Ist das der mit dieser goldenen Krone? Den gucke ich ab und zu mal ganz gerne auf YouTube. Echt? Ja? Wow. Ja, ich habe da schon lange nicht mehr geguckt. Der macht doch gar nichts. Der rausbringt. So, okay. Ich würde sagen, der guckt da nichts. Da ist doch nichts. Dieses Hemd ist so da, mit diesem coolen Hemd. Mit diesem coolen Fleischhammer. Ja, der ist eigentlich wieder dabei. Der hat gefehlt. Das muss man schon so sagen. Bitte? Ja. Yeah. Wie bitte? Hallo? Hallo, was? Bitte? Ich hab nicht euer... Nix. Wie nix? Ich hab mich versprochen. Ich brauch schon... Hast du Federn? Ja. Warte, gebe ich dir. Hier. Warte, ich droppe. Oh, Degen! Das ist nicht dein Ernst! Was denn? Oh, Scheiße, ich bin voll. Da hat der Zombie... Wolltest du schnell das aufnehmen? Auto du schnell hin? Absolut. Und das ist explodiert. Oh. Aber war aber okay. Also ich lebe noch. Tatsächlich. Safety first. Na gut, in der letzten Folge bist du ja am Ende noch gestorben. Nach alter Manier. Ich rausgeschnitten. Achso, ausgeschnitten. Ausgeschnitten. Ich bin schon wieder so heiß auf Looten. Was ist denn damit? Lass mal anziehen hier. So, das sind meine letzten 8 Schuss, die jetzt in den Lauf verlassen. Oh, ich hab sie beide getroffen. Ihn an der Schulter. Ah, ne, das warst du von der Seite. Wow, fuck. Wäre das nicht geil, wenn sie die Ballistik überarbeiten würden? Wie meinen? Ja, dass der Zombie hier, keine Ahnung, dass du halt wirklich ballistische Reaktionen hast und nicht nur einfach so eine Hitbox. Sowas zum Beispiel. Ja, dass halt, ja, ballistisch, also dass ein Pfeil zum Beispiel ballistisch fliegt und so Sachen. Tut er doch, oder? Er hat einen Drop, ja. Echt? Ja, Pfeil hat einen Drop, ja. Also, yeah. Doch, bin ich der Meinung, ja. So, ich will jetzt, was sollte ich noch werden? Blunt Weapon sollte ich skillen, hat jemand gesagt, damit ich endlich meinen Knüppel reparieren kann. Oder muss ich irgendwie, oder die Plant Class, nee, die kann ich ja gar nicht lernen. Blunt Weapon Smithing ist das, oder? Dann kann ich es reparieren. Was ist denn das für ein Gebäude? Don't ask me. Was? Player Level 5? Ich bin noch 16. What? Blunt Weapons Missing, Player Level 5. Ah, ich brauch die Blunt Class 1. Ist, guck mal, das ist doch echt. Ah, das ist ein bisschen nervig, muss ich ja zugeben. So. Was denn? Naja, jetzt müssen wir jetzt hier die Blunt Class und jetzt können wir das nicht reparieren und so. Naja, wir haben die Advanced Workbench jetzt. Also in 1 Minute 50. Na, guck mal. Dann können wir Sachen reparieren. Also so gehe ich davon aus, weil man sie auch in der Workbench craftet. Also. Weiß okay, ich nicht. Also ist jetzt nur eine Vermutung. Wenn nicht, ja, haben wir auch mit 7 Days to Die. Aber das hat mir ja eh vor, ne? 7 Days to Die. Ja. Was ist mit 7 Days to Die? Aufhören. Wie bitte aufhören? Es reicht, wir haben genug. Ja, 7 Days to Die hat doch keiner Bock drauf. Ja, okay, ja. Alles klar. Ich will denn dieses Spiel sehen? Krass. Letzten 5 Jahren ja auch schon gemerkt. Wieder mal an mir vorbei entschieden. Hallo, na ihr? Alter, ihr feiert eine Party, oder was? Ich hab ein Bier gefunden, ich feiere meine eigene Party. Du hast ein Bier gefunden, ich hab ein Bär gefunden, alles gut. Geht Dynamit noch bei? Tatsächlich. Okay, Mach keinen Scheiß. Nee, du hast kein Dynamit. Nimm ihm das weg. Aber oh, wir können jetzt bald kombinieren, Waffen. Oh, wird das gut. Das wird das. Die gut. Leben alle noch. Shit. Okay, ich bin weg. Du lebst ja auch. Hm, hier sind nur noch. Nein, hier sind noch Gitter davor. Fuck. Hallo Schweinchen. Kaisek, musst dich mal anpumpen und ich brauch Pfeile hier. Baut. Ja, ich hab 12. Ich hab ihm Baut. Federn gedroppt. Hab ich nichts von gesehen von den Federn. Ich bin drei, warte mal. Recipes, Feather. Kann ich nicht machen. Kann ich. Irgendwo kann man noch Federn inventory. Machen. In der Dings, in der. Federn machen? Ja. In der. Nee, du machst keine Federn. Du machst aus Pfeilen machst du Federn, falls du irgendwelche Pfeile hast, die du nicht verwenden kannst. Genau, so, das mache ich damit. Ich habe hier ein Shotgun-Messiah aufgebrochen. Vielleicht will mir jemand helfen beim Looten. Ja, ohne Pfeile ist halt schlecht. Ich kämpfe halt die ganze Zeit schon ohne Waffen. Ich habe auch keine. Ich kämpfe im Knüppel. Das macht keinen Sinn. Lass uns lieber hier kurz
munitionieren. Oh, der ist in die Ritze gefallen, der Zombie. Was ist denn hier los? Zombie, ey. Oh, da ist ein Zombie in meiner... Okay, das... Ritze. Zombie in der Ritze saß und schlief. Hüpf. Aua. Und schon wieder oh, fuck. Screenshot gemacht und auf die Fresse gekriegt. Danke, ja, Spiel. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt aus. Oben, ich bin irgendwo, nur irgendwo unten in der Stadt. Löwalachai. Genau, Löwalachai. So, auf der Suche Amo. Nach Federn. Nee, oh. Feather. Wie viel Feder macht der? Eine pro Pfeil. Okay. Na? Okay, zumindest vielleicht ein paar machen, das ist schon mal gut. So, ich werde jetzt mal ein bisschen meine Bluntweapon-Skills skillen. So, ich gehe jetzt beim Shotgun-Messer und hole mir den ganzen heißen Scheiß. Ah, das war der Laden. Oh, hier gibt's gute Sachen. Ich habe ein Rohr gefunden. Ja, ne? Also, auch ein blindes Huhn findet mal ein Rohr. Ich wollte dich wie ein Huhn, dann rohrig viel zu tun. Boah, 8 Sekunden für eine Truhe zum Looten. Sind das besondere Truhen? Das macht fast Sinn. Was knurrt hier? Warte mal, ich muss hinter mir zumachen. Ich bin zu nervös, wenn ich nichts im Rücken habe. Keine Freunde, die mit mir spielen. Ich meine, wir spielen im Multiplayer, das wäre schön. Das wäre so ein Traum. Ich bin jeder auf seinem eigenen Server, war ich mir jetzt der Meinung. Ja, so hört sich's an. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass irgendjemand immer irgendwie vorrennt oder so. Ich bin aber dirty. Oder Ego-Touren macht und sämtlich Munition verballert oder so ein Kram. Ja, weil er ist ja derjenige, der das auch gecraftet hat. Unterschwellige Aggression, meine Damen und Herren. Anfeindungen. Wenn er die Schrotze skillt, dann muss er auch benutzen. Das ist halt nun mal... Ja, das ist richtig. Du hast ja recht. Sonst hätte ich ja auch, weiß ich nicht, den... Minecraft spielen können. Den Besen-Skill nehmen können. Und dann hätte ich hier halt den ganzen Tag durchgefickt. Hätte sich auch keiner beschwert. Hast du gerade ficken gesagt? Geil. Ich hab nicht ficken gesagt. Ficken? Ich hab nicht ficken gesagt. Ist das wegen der Monetarisierung? Ist das ich schlimm, wenn man jetzt ficken sagt? Hab ich nicht. Strike 1, diese Mike. Oh, ich bin dirty. Oh. Mhm. Komm, ich mach dich so ab. Wow. Schwierig. Freiheit nehm ich dir. So, wir haben 3900 Schekolonten. Geld. Money. Dö. Welcher Mod war das nochmal, dass wenn man die Türen bis zu einem gewissen Grad aufgeschlagen hat, dass sie dann aufgingen? Das war doch in dem True Survival. Nee, wie ist denn dieser Mod, den wir ausprobiert haben im Stream, Herr Kaiser? Ja, ja. War ich gut. Die war mit den 5 Millionen Bauteilen. Legacy. Also, Undead Legacy. Genau. Undead Legacy, da war das so. Das fand ich eigentlich eine sehr gute Art. Hast du die mal gespielt, nee. Fleischhammer? Nee. Undead Legacy? Mit so einem ganz neuen Menü? Also wo der GUI auch ganz anders ist? Ich finde dieses Wort GUI ganz schlimm. Ja, den UI von mir aus. Wie würdest du es denn nennen? Nein, habe ich nicht. Kann ich sehr empfehlen. Okay, Leute, sorry, dass ich hier schon wieder anfange zu sortieren. Ich bin fertig. In 3. Ich würde sagen, wir stellen die Advanced Workbench auf, wa, Kinas? Ja, endlich. Bitte. So, ich komme nach Hause. Kombiniere da einiges in Sinn. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet. Warum bin ich blutverschmiert? Wer kommt ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Manchmal liest man in der Zeitung von spontanen Explosionen. Man dreht sich um und denkt im Stillen. Mich wird das Schicksal sicherlich verschonen. Ich frage Sie. Nein, ich frage Sie. Wie konnte so etwas geschehen? Ach ja.
Verdammt, du. Sehr gut. Also die Ärzte sind ja jetzt nicht also nicht wirklich aufgelöst, aber ich glaube, wenn du kein Konzert mitgemacht hast, dann wirst du auch jetzt mehr nicht mehr hingehen. Ja. Ich habe sie leider nie live gesehen, aber nicht? Ich habe gehört, no. Oh. Ich habe aber gehört, dass sie jetzt, dass man es nicht tun sollte. Wieso nicht? Nee, weil das stimmt nicht. Irgendwie sehr schlecht gewesen sein soll. Ja, das ist ja, das stimmt nicht. Das ist aber auch hören sagen. Immer lustig. Ja, ja, genau. Na gut. Ich war froh, dass ich nochmal Mark Knopfler sehen konnte. Zwar nicht als Dire Straits, aber als Mark Knopfler. Das war für mich ein cooles Konzert. Ist nicht hier so ein wie Max Giesinger so ein Ding? Genau. Da ist jetzt wie Max Giesinger. Waren wir schon klar, waren wir sicher. Ja. Banause. Ich wollte nur. Diller Kunst. So, Banause, wir machen Diller den Kunst. Großen Moment. Wir stellen die Advanced Workbench neben die Advanced Forge und freuen uns darüber, dass wir eine Advanced Workbench haben, die ich gerade nicht in meinem Inventar finde. Nicht Platz haben. Ich bin die Arsch der Welt. Auch dieser niedlich. Guckt euch mal die Advanced. Was ist denn das? Sah die schon immer so aus? Hast du die richtige gebaut? Eine Drehmaschine? Es steht Advanced Workbench drüber und die braucht einen Kaliper. Ja, ist doch und scheiße. Und ein, was braucht er noch? Was ist denn das da oben? Ein Stechspatel oder so ein Kram? Ja, kann sein, dass unsere... Und sonst können wir es nicht nutzen? Nein, das sind ja für manche Rezepte. Ah. Was haben wir denn? Ich schalte mal schon. Ein kurzer Leck. Scrap Iron, wie viele Seiten Rezepte? Oh Gott, das leckt ja. Was bist du ja, auf jeden Fall kannst du hier so Iron Fire Eggs machen, Garagentore und Military Helmet mit Licht dran und solche Sachen kannst du alles drin craften. Zum Beispiel cool. Ein Land Claim Block. Solche Dinge. Ja, aber kannst du jetzt craften oder musst du schon wieder irgendein Skill lernen? Denn? Jetzt ging es durcheinander, was? Hm. Naja, die Advanced Workbench ist ja für Verschiedenes. Ich sollte ja zum Beispiel diese Taylor Station bauen. Ne? Oh, die kann ich jetzt auch bauen. Sehr geil. Warte mal, da brauche ich nur den Anvil. Oh. Hat jemand den Anvil gesehen? Hm, Building-Kiste. Gerade eben gesehen. Dann habe ich ihn da eben übersehen. Oder ist es doch in der Dingskiste? Nein. Building-Kiste? Ja, ganz links. Oh, ein Bär. Was tue ich mit dem Bär? Ja? Also. Tanz mit ihm. Ich kann die Taylor Station bauen. Geil. Dann kommt danach bestimmt die Workbench. Ich wette es mit dir. Die Taylor Station kann ich zum Beispiel nur bauen. Was fehlt mir jetzt? 25 Forged Iron. Das wäre das Problem. Hab ich. Ich komme, bin gleich da. Setz auch nochmal an, oder? Forged Iron. Ich habe wie viel in der Tasche? Wo sind sie denn? 72, das ist die 72. Raketenabschlussanlage hier, ja, die hier ist. Wenn da so eine fette Concrete-Mauer ist? Ja. Hier bei uns in der Stadt, ne? Ja. Okay. Da kannst du 1, 2, 3 Folgen reinsetzen. Ja, stimmt, haben wir ja. War das Ravenhurst, wo wir uns die anguckt haben? Ja, ja. So, zack. Zack. So, ich komme mal hier auf The Forged Iron. Da liegt. Ja, bitte. So, dann müsste das doch gehen. Boah, ist das leckt, ey. Wenn du so ein Rezept aufmachst, da hast du, sucht da wahrscheinlich die komplette Datenbank durch. Mhm. Was fehlt denn jetzt? Need 25 F36. Erinnert mich ein bisschen an Imperium, das Ding hier. Ja, geil, du kannst nicht craften. Was fehlt denn? Fehlt der Kaliper oder was? Das steht da natürlich auch wieder nicht dabei. Oh, was ist denn das für ein Pork? Das lese ich mal. Ein Kaliper haben wir noch nicht gefunden, ne? Ich glaube nicht, ne. Wie wird denn geschrieben? C-A-L-I, oder? Ja. Kann man nicht craften. Nee, kann man nur finden. Aha. Kann man nur finden, ja. Fuck. Warum für die Advanced Workbench und anscheinend auch für diese... Ach, leck mich da jetzt packst du. Für alles, was jetzt gerade stehen ist, glaube ich. Mhm. Brauchen wir, wenn wir genau, gut sein das wollen. Sieht so aus. Ich packe jetzt erstmal das ganze Material wieder hier rein. Gott, nervt das. So, können wir jetzt eine Mikrowelle machen? Microwave. Hat jemand noch Mechanical Parts? Hast du noch Mechanical Parts, Herr Spielekaiser? Ich bräuchte 3 Stück. 4. Hier. Okay. Ist das hier die Advanced? Jo.
Süß. 5, 5. Ja, Geld ist kleiner als der Rest. 2 Minuten 49 für die Microwave. Sieht niedlich aus, oder? Irgendwie so. Ja. Ist dein Licht an? Ich sehe auf der Tafel gar nichts mehr. Soll ich kurz F drücken? Stand doch vorher was jetzt drauf. Bringt gerade nichts, bitte. Oder? Mach mal Licht aus. Okay. Mach mal Fackel aus, bitte. Nee, man sieht auf der Tafel nichts mehr, wo eben noch. Ja, jetzt sieht man es wieder. Cool. Ich kann die Schritt wegzaubern. Busch. Eine Zauberlampe. So. Ach, jetzt habe ich gerade wollte einen Screenshot machen. Kannst du nochmal dich hindrehen, bitte? Warte. Bitte. Obwohl, geht auch so. Oder so. Nee, jetzt ist das Licht an. Ja, danke. Okay, danke. Bitte. Nur jetzt. Ich schau mal eben kurz hier. Wo hast du die geile Waffe her? Geile Waffe, die habe ich gefunden. Ja, im 16A4 mit Schalli und allem drum und dran, oder ist doch eine? Nee, ein Sniper. Ein Sniper, ja klar. Quatsch, echt jetzt? Du hast einen Sniper gefunden, ja, wann denn das? In letzter Folge, als wir da versucht haben aufzunehmen. Da hast du einen Sniper gefunden? Ja. Kann ich kurz mal die Workbench, weil ich kann die hier kann nicht craften. Warte, 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 warte. Da kann ich die auch hier. Jo, kannst. Micro. Nee, hier kann ich sie nicht craften. Und die Mikrowelle wirklich nur, ich dachte, die kann man so craften. Jemand sagte so, ja, mach mal gerade eine Mikrowelle. Ich benutze gerade einen Zombie als. Ich kann keine Mikrowelle machen. Als Grabwerkzeug. Moment, Hef, hast du mir nicht Mechanical Parts hingeworfen? Ja, 4 Stück. Bin ich angekommen. Bist du sicher, dass es nicht Electrical Parts waren? Ja. Ich könnte das nochmal zurückspulen. Ich hab nur ein Mechanical Part einstecken. Ja, du brauchtest 3 Stück, 4 habe ich hingeschmissen und wenn du das benutzt hast, dann. Ich dachte, du hättest mir. Bist du sicher, dass du Mechanical und nicht Electric oder. Also jetzt gerade bin ich. Ich hab die auch aufgenommen. Oder habe ich die irgendwo an? Habe ich die hier reingeworfen? Nee. Electrical, Electronic. Nee, hier sind keine Mechanical Parts. Kannst du mir die Dings mal leihen, dass ich irgendwas auseinandernehme, was Mechanical Parts bringt? Also die Sprecheisen? Bitte? Bitte? Ja. Hast du zufällig Plant Fibers in der Tasche? Ja. Da. Danke. Danke, Onkel. Hä? Total irritiert gerade. Wahrscheinlich steht in den Kommentaren. Das finde ich immer das Fantastische, weißt du? Du fragst dann Wochen später so oder liest Kommentare und weißt überhaupt nicht, was in der Folge passiert ist. Ja. So, ich brauche. Kommt mal, Jungs. Was sagtest du? Aktenschränke auseinandernehmen? Also die Loot-Container, wo man Klamotten findet und so weiter? Ah, nee, Aktenschränke, sagst du. Aktenschränke, dieser. Ja, I know. You know what I mean, boy? Yep. Yep, 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 yep. Au, au, au. So, da hinten, wo du warst. Oh, wir haben schon 19:03, das ist jetzt nicht gerade die ideale Zeit, um loszuziehen. Ach, nein. Ach, verdammt. Zeit aus. Nein, Zeit aus den Augen verloren. Wie aus den Augen verloren? Naja, 19:03, spät. Ja, das stimmt. Da oben sehe ich einen. Ich kann da doch nicht runtergehen. Verdammt. Doch, ich muss. Ah, fuck. Was, hast du die Beine gebrochen? Mhm. Das kenne ich, da bin ich Profi. Nein, was machst du denn hier? Pinguin, was machst du denn hier? Some say love. Da bin ich ja richtig mobil jetzt. Verdammt. Bisschen auch, als Rüdiger Hoffmann noch cool war. Damals? War jemand cool? Was heißt cool? Doch, schon gut. Doch, am Anfang. Schon den witzig. Als das noch nicht so abgedruckt war. Ich habe mir so eine CD vom geholt, da habe ich das gerade zitiert mit dem Pinguin. Was machst du denn hier? Wo auf der MS Astoria ist, irgendwie als Alleinunterhalter, weißt du, am Klavier und dann dieses Lied singt, dass die langsam untergeht und die Leute es nicht raffen und der sagt, ein Pinguin, was machst du denn hier? Also weißt du, kannst schon, der Pinguin läuft schon vorbei, als in der Antarktis irgendwo gerade am Untergehen sind. Habe ich nie gehört. Der war bei Ette Samstag Nacht immer, ne? Nee, der war eigentlich Comedy Show. Ja, aber ist auch hier der Hallo erstmal. Ja, das schon. Ja, ne?
So, ich kann eine Mikrowelle craften. Hey. Yay. Ich komm zurück. Ja, der hat auch, war der auch bei seiner Samstagnacht? Kann ich mich nicht erinnern. Nee, ich glaube, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil da ist ja nur Comedians. War der vielleicht mal? Okay, aber. Hat er mal auf dem Stuhl gesessen? Ja, das hat er grundlegend mal immer. Auf dem Stuhl gesessen, das stimmt. War auch bei Samstagnacht. Du fantasierst doch wieder. Hundertprozentig. Okay. So, wetten. Ich würde sagen, die Zuschauer schreiben uns das in die Kommentare. Und okay. Der Hashtag für diese Folge wird Hallo erstmal sein, weil wir brauchen ja längere Hashtags. Aber Hallo erstmal, ich grüße Sie. Und der Kaiser moderiert jetzt, ach Quatsch, der Jackie. Nee, Fleischer mal sagt, herzlichen Dank für Zuschauen, meine Damen und Herren. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Adios.